Besuch. Es ist ein wunderschöner Tag. Wer kann, spielt draußen im Garten oder geht ein bisschen spazieren. Der kleine König kann nicht. Er sitzt am Schreibtisch und liest seine Post. Ach, so viele Rechnungen. Es wird ja immer mehr furchtbar. Ach, hier für das neue Dreirad und die Reparatur. Ich denke, das ist Garantie. Und das hier, ach, das kann ich sowieso nicht lesen. Mann. In so einem großen Poststapel muss doch wenigstens ein schöner Brief dabei sein, kleiner König. Mal sehen. Hoffentlich. Nanu, was ist denn das hier? Was ganz Buntes? Nein, sowas. Das ist ja ein Brief von der kleinen Prinzessin. Ja, was schreibt sie denn? Och, ich weiß nicht, sagt der kleine König und legt die Nachricht beiseite. Na, dann lies doch mal, was drin steht, kleiner König. Na gut, ja, ich mach ja. Der kleine König kneift die Augen zusammen und schaut genau auf den Brief, der aus großen, krummen Buchstaben und ein paar selbstgemalten Bildern besteht. Langsam buchstabiert er. Ich komme heute, liebe Grüße, die kleine Prinzessin. Kleiner König, du bekommst Besuch. Ach, das ist schön, kleiner König. Dann hast du jemand zum Spielen. Sollen wir für deine Cousine etwas vorbereiten? Oder noch schnell ein bisschen Ordnung machen? Ja, bist du denn gar nicht aufgeregt und freust dich, kleiner König? Nein. Der kleine König freut sich gar nicht. Im Gegenteil, er streckt die Zunge heraus. Und er ist total entsetzt. Ungelesen wirft er alle anderen Briefe in die Luft und schimpft. Besuch! Besuche! Und ausgerechnet die kleine Prinzessin, ach du liebe Güte! Ja, aber wieso? Kannst du deine Cousine denn nicht leiden? Der kleine König rümpft die Nase und schielt. Och, die! Schon als wir noch ganz klein waren, hat die mich immer nur geärgert. Wirklich. Warte, ich zeig's dir. Der kleine König kriecht wie eine dicke Raupe über seinen großen Schreibtisch. Am Ende angekommen, streckt er die Hand nach einem dicken Buch aus, das da neben dem Tischbein auf dem Fußboden liegt. Er zieht es hoch auf den Schreibtisch und wer lesen kann, sieht, dass vorne auf dem Etikett Fotoalbum steht. Komm her! Jetzt mach dich nicht so schwer, du dickes Ding, du Fotoalbum, du! Der kleine König bleibt bäuchlings auf seinem Schreibtisch liegen und schlägt das Buch auf. Er blättert wild darin herum, macht dann ganz weit vorne Halt und zeigt auf ein hübsches Bild mit zwei süßen Babys. Ach, da ist es ja. Schau, hier bin ich. Und das dicke Rosane neben mir, das ist die kleine Prinzessin. Oh, was für ein süßes Pärchen ihr seid. Mit dicken Schnullern im Mund. Fast wie Zwillinge. Man kann euch ja gar nicht auseinanderhalten. Der kleine König widerspricht heftig. Aber doch, schau mal auf das nächste Bild. Da ging's ja auch schon los. Da hat sie mir meine Rassel kaputt gemacht. Stell dir das mal vor. Auf dem nächsten Bild hält der kleine König tatsächlich nur noch den Rasselgriff in der Hand. Und die bunte Plastikkugel liegt zerbrochen neben dem weinenden Prinzessinnenbaby. Oh, sieht fast so aus, als ob du ihr damit auf die Krone gehauen hast, kleiner König. Der kleine König verschränkt missbilligend die Arme. Ja, genau so war's. Typisch. Und wie sie danach losgebrüllt hat, das war furchtbar. Aber es kommt noch schlimmer. Pass mal auf. Der kleine König blättert ein paar Seiten weiter und zeigt auf ein neues Foto. Hier sind die beiden Königskinder schon ein bisschen größer und sitzen zusammen in einer kleinen Planschbadewanne. Guck mal,
mal, da, wasserscheu war sie auch. In der Badewanne hat sie immer nur rumgebrüllt, immer zugebrüllt. Vielleicht, weil du alle 10 Schwimmtiere im Arm hast, kleiner König. Och, die paar Tiere. Grummelt der kleine König und blättert kopfschüttelnd neue Seiten im Album auf. Dabei schimpft er immer weiter über seine Cousine. Na und hier wieder. Nie hat sie mich den ganzen Tag auf ihrem Dreirad fahren lassen. Nie. Kleiner König, du fährst aber doch. Diesen Einwand lässt der kleine König nicht gelten. Er zeigt auf das nächste Bild, auf dem auch die kleine Prinzessin zu sehen ist. Sie hält sich hinten am Sattel fest und brüllt. Ja, ja, ich fahre, aber sie hat sich immer extra schwer gemacht. Ich bin kaum vorwärts gekommen. Oh, war das schrecklich. Aber am allerschlimmsten war das Theater, wenn ich ihr Möhrensaft geben wollte. Tatsächlich ist die kleine Prinzessin auch auf dem nächsten Foto nicht in bester Stimmung. Denn der Babykönig schüttelt ihr, in bester Absicht hoffe ich, den Möhrensaft auf den Schoß. Und genauso, als wir dann ein bisschen älter waren, kaum hatten wir ein paar Minuten gespielt, schon hat sie wieder gebrüllt. Auf diesem Foto springt ein noch ziemlich kleiner König in Gummistiefeln in eine Matschpfütze und spritzt dabei eine ziemlich kleine Prinzessin mit Dreckwasser nass. Der kleine König kann sich noch ganz genau an alles erinnern und er macht beim Anblick dieser alten Fotos ein saures Gesicht. Und alles bloß wegen dem dummen Sonntagskleid. Puh! Jetzt hör schon auf, kleiner König. Ihr wart damals eben beide noch kleine, dumme, niedliche Babys. Da wird eben mal gelacht und mal geweint. Das ist längst vorbei. Heute ist die kleine Prinzessin sicher. Der kleine König klappt schwungvoll das Fotoalbum zu und ruft. Heute ist sie sicher eine total eingebildete Pute. So, ich stell's mir schon vor, den ganzen Tag geht's nur. Ich bin so schön, ich mach bis das schmutzig, ich bin so toll. Oh nein, bloß nicht, das halt ich nicht aus. Am besten wär's, wenn ich einfach gar nicht... Es klingelt schon, kleiner König. Oh nee. Widerstrebend geht der kleine König zur Tür. Ja... Ja, oh, ich bin doch schon unterwegs. Es klingelt noch einmal. Der kleine König schaut grimmig auf die Tür. Mann. Kleiner König, jetzt mach schon auf. Die Tür geht auf. Draußen steht ein ziemlich verstrubbelter, staubiger Feger. Die Cousine des kleinen Königs. Ihre blonden Haare sind ganz zerzaust. In ihrem braunen Rock ist ein kleiner Riss. Hallo, ich bin's, die kleine Prinzessin. Kennst du mich noch? Der kleine König starrt sie fassungslos an. Da bist du ja leider schon. Ich meine, endlich wieder da. Hallo, du bist die kleine... Du hast dich aber verändert. Tut ich aber auch. Hoffentlich. Antwortet die kleine Prinzessin und legt den Kopf schräg. Der kleine König bleibt im Türrahmen stehen und starrt sie immer weiter an. Kann ich reinkommen? Fragt sie schließlich. Der Gastgeber murmelt. Ja, sicher. Na, klar doch. Er tritt einen Schritt zur Seite und öffnet die Tür ganz weit. Er macht eine einladende Handbewegung und lässt seine Cousine ins Schloss. Mit großen Schritten durchquert die kleine Prinzessin den Flur und zieht Gepäck hinter sich her. Der Seesack und ihre Wanderschuhe hinterlassen dabei schwarze Dreckspuren auf Teppich und Boden. Entsetzt ruft ihr der kleine König hinterher. Hey,
Kleiner König? Hm? Den Besuch einer Prinzessin hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Du bist wohl auch ganz schön überrascht, hm? Kleiner König? Nö, ich hab's ja gleich gesagt. Sie ist und bleibt eine Nervensäge. Nun dreht sich die kleine Prinzessin um. Ach ja? Bin ich das? Na gut, wenn's dir nicht passt, kann ich ja wieder nach Hause gehen. Puh, dann geh doch nach Hause. Mach doch. Puh, mault der kleine König zurück. Wie zwei Giftschlangen stehen sich die beiden Königskinder gegenüber und fauchen sich an. Na, das kann ja heiter werden. Das mache ich auch. Muss mein armes Pferd eben schon wieder reiten. Und du bist schuld. Nein, du! Dann sagen beide gar nichts mehr. Sie verschränken zornig die Arme und kehren sich gegenseitig den Rücken zu. Hey, kleiner König. Hm. Kleine Prinzessin. Wie lange wollt ihr denn so stehen bleiben? Die kleine Prinzessin fasst sich zuerst ein Herz, blinkert mit den Augen und sagt: Ich gehe dann also. Aber kann ich vorher vielleicht noch etwas zu trinken bekommen? Der Weg war so weit und sehr anstrengend. Ein wenig betröppelt murmelt der kleine König: Ja, sicher, Entschuldigung. Na klar, ich gehe schnell in die Küche, ja? Dort gibt's frischen Möhrensaft für uns beide. Nach ein paar Minuten schon kommt der kleine König mit zwei großen, gefüllten Gläsern zurück. Schon von Weitem streckt er seiner Cousine ihr Glas entgegen und ruft: Hier, frisch gepresst! Doch ach du Schreck, er stolpert über ihren Seesack, der mitten im Weg liegt. Oje, schon verliert er das Gleichgewicht und gießt der kleinen Prinzessin alles übers Kleid. Ich bin ausgerutscht. Sie schreit laut auf. Igitt! Du Ferkel! Aus Versehen! Ich bin pitschnass! Wie laut die kleine Prinzessin schreien kann, furchtbar. Der kleine König will das nicht länger mit anhören und hält sich die Ohren zu. Schrei doch nicht so laut! Dabei vergisst er sein volles Glas und schüttet sich auch mit Saft voll. Jetzt bin ich auch ganz nass. Das findet die kleine Prinzessin sehr lustig. Sie lacht laut fröhlich auf. Dann kichert sie. Und schließlich schüttelt sie den Kopf und seufzt. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Jetzt muss auch der kleine König lachen. Nein, na du dich eigentlich auch nicht. Die kleine Prinzessin sieht an sich herab. So klebrig kann ich aber nicht bleiben. Na ja, ich doch auch nicht, ruft der kleine König. Er denkt kurz nach und murmelt: Wie wär's mit... Ja? Mit Badewanne? So wie früher? Na schön. Aber nur, wenn ich diesmal alle Schwimmtiere haben darf. Was denn meine? Tut der kleine König empört. Na klar, antwortet die kleine Prinzessin und läuft schon ins Badezimmer. Gut, dann spritze ich dir eben nass. Ich dich auch. Kurze Zeit später sitzen sie vergnügt im Wasser, spritzen und spucken Fontänen. Beide lachen und brüllen. Vor Vergnügen. Und nach dem Baden werden sie sich gemeinsam das Fotoalbum ansehen. Dazu haben sie sich bestimmt jede Menge zu erzählen. Ich glaube auch.